Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Feuerwehrkameradinnen, liebe Feuerwehrkameraden, bevor wir mit unserer Jahresdienstversammlung beginnen, möchte ich euch die herzlichsten Grüße von Bernd Schneider und von den Kameradinnen und Kameraden der Nachbarkommune übermitteln. Dieser besondere Weg einer digitalen Dienstversammlung ist nicht alltäglich. Und wir möchten versuchen, euch allen die Möglichkeit zu geben, einen kurzen Überblick über unsere Aktivitäten zu bekommen. Dies ist nicht so umfassend und ausführlich wie bei einer regulären Dienstversammlung, aber die fehlenden Punkte und Fragen holen wir gerne in unserem nächsten Treffen nach. Wo Schatten ist, ist auch Licht. Liebe Kameradinnen und Kameraden, wollen wir positiv starten. Wir haben im letzten Jahr keine schweren Einsätze gehabt und sind von unseren Einsätzen gesund wieder nach Hause gekommen. Die wenigen Kameraden, die von Corona betroffen waren, haben dies gut überstanden. Der Teleskopmast wurde zwar mit etwas Verzögerung, aber durch die neue Drehleiter ersetzt. Hier gab es noch einmal unerquickliche Diskussionen, weil man nicht mehr an Absprachen bezüglich der Laufzeit von Fahrzeugen sich erinnern konnte. In diesem Zusammenhang noch ein besonderer Dank an die Stadt Kreuztal, die uns über mehrere Monate ihre alten Drehleiter unterstützt haben. Hier ein herzlicher Dank für die gute Zusammenarbeit auf der Bürgermeisterebene und für die gute kameradschaftliche Zusammenarbeit. Weiterhin wurde der Bau des Gerätehauses in Schammelter planerisch in Angriff genommen. Die Baugenehmigung und die Fördermittel sind beantragt. Wir hoffen alle, dass die Grundsteinlegung in diesem Jahr erfolgen kann. Aber auch ein Dank an euch für das Durchhalten und das Verständnis für die vielen Maßnahmen und Vorschriften, die wir im letzten Jahr hatten, welche unseren Dienstbetrieb und das kameradschaftliche Miteinander erheblich eingeschränkt haben. Aber wie gesagt, es gab auch Schatten in unserer Feuerwehr. Ich kann, glaube ich, sagen zu können, dass wir eines der schwersten Jahre der Feuerwehr in Dübrück in der Nachkriegsgeschichte hinter uns haben. Seit Frühjahr ist die Ausbildung fast komplett zum Erliegen gekommen. Das soziale Miteinander war teilweise nur unter erheblichen Vorkehrungen und Auflagen möglich. Teilweise wurden Vorgaben für die Erhaltung der Einsatzbereitschaft ausgesetzt. Hier denke ich an die Atemschutzübungsstrecke oder Überprüfung. Trotzdem müssen wir die Einsatzbereitschaft erhalten und haben dies auch geschafft. Es war nicht nur für die Feuerwehr, auch für die Bürger in unserer Gemeinde ein schwieriges Jahr. Kurzarbeit, Homeoffice und Angst vor der Zukunft haben ihr Übriges dazu beigetragen. Dies spiegelt sich auch in der Stimmung bei den Bürgern der Gemeinde, aber auch auf uns zurück. Hier müssen wir an uns arbeiten und nach vorne schauen. Uns gegenseitig unterstützen und helfen, untereinander Kontakt mit den sozialen Medien halten und einfach füreinander einstehen. Dies setzt aber voraus, dass man miteinander den Kontakt hält. Was ist sonst noch passiert? Das TLF der Gemeinde wurde vom TÜD als nicht mehr einsatzfähig bezeichnet. Daraufhin hatten wir diverse Anfragen gestartet und ein Vorfallfahrzeug gefunden, welches kurzfristig das Vorhandene ersetzen konnte. Im Brandschutzbedarfsplan war dieses Fahrzeug für 2020 als Ersatzbeschaffung vorgesehen und ist wegen dem schlechter Wasserversorgung im Gemeindegebiet so als Kompensation berücksichtigt. Leider wurde die Neubeschaffung von einigen abgelehnt und eine Reparatur an dem 24 Jahre alten Fahrzeug vorgesehen. Hierzu sind verschiedene Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten erforderlich. Zur Information, die Lieferzeit liegt nach den aktuellen Angeboten bei ca. 2 Jahren für ein neues Fahrzeug. Zwischenzeitlich ist das TLF wegen verschiedener Probleme immer mal wieder auf Status 6 gesetzt worden. Somit müssen uns hier die LASPA-Kameraden unterstützen. Dies bedeutet längere Anfahrzeiten und größere Risiken. Wir können somit in vielen Bereichen keinen Erfolg versprechen, Innenangriff zur Unterbindung der Brandausbreitung vornehmen. Hierzu sage ich abschließend nur eines. Wir fahren auch mit einer Schubkarre zum Einsatz.
Die Fahrzeuge sind nicht für die Feuerwehr, sondern für die Sicherheit der Bürger und Industriebetriebe in der Gemeinde Erndebrück. Die Konsequenzen und die möglichen Risiken für die Sicherheiten wurden hierzu ausreichend und schriftlich und mündlich mitgeteilt. Alle Einheitsführer haben gemeinsam ein Schriftstück mit den aktuellen Problemen und Risiken an die Verwaltung geschickt. Hier wird eine Antwort bis Ende Februar erwartet. In diesem Jahr gibt es einen neuen Ausschuss für Feuerwehr und Sicherheit. Dieser Ausschuss soll die bisherige Sitzung der Fraktionsvorsitzenden mit der Feuerwehrführung ersetzen. Ich denke, wir haben dem bisherigen Gremium viele Dinge sachlich diskutiert und auf den Weg gebracht. Es wurde zwar in der letzten Zeit häufig die Meinung geändert, aber die Zusammenarbeit war durchweg positiv. Als positive Beispiele möchte ich folgende Punkte anführen. Brandschutzbedarfsplan, die Drehleiter, Geräte aus Scharmütter oder auch noch viele andere weitere Punkte könnte ich erwähnen. Hier möchte ich den Mitgliedern des Gremiums für die gute Zusammenarbeit danken. Leider sind in dem vergangenen Jahr wieder einige Kameraden von uns gegangen. Dies war der Löschgruppenführer Christian Born, der Gruppenführer Ernst Kreher, der Oberfeuerwehrmann Ottmar Lange. Wir werden ihnen ein ehrendes Andenken bewahren, denn diese Kameraden haben auf ihre persönliche Art mit dazu beigetragen, die heutige Feuerwehr Erndebrück aufzubauen. Wir wollen aber auch derer Kameradinnen und Kameraden gedenken, welche im vergangenen Jahr im Dienst und bei Einsätzen ihr Leben gelassen haben und derer, denen wir nicht mehr helfen konnten. Als nächstes Tagesordnungspunkt haben wir den Punkt Grußworte. Hierzu möchte ich unseren Bürgermeister Herrn Kronau um ein Grußwort bitten. Dankeschön. Liebe Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden, beginnen möchte ich meine Worte mit einem Dank an euch alle. Wir haben ein schwieriges, ein besonderes Jahr 2020 hinter uns und auch in 2021 wissen wir noch nicht gewiss, welche Herausforderungen uns erwarten werden. Dennoch sind wir zuversichtlich, dass sich 2021 eine Verbesserung der Lage ergeben wird. Als ich 2020 vor euch stand und sagte, dass ich mich bereits auf die nächste Jahresdienstversammlung freue, da hatte ich sicherlich nicht in meinen Gedanken erwartet, dass ich heute alleine in einem Sitzungssaal vor einer Kamera stehen würde. Dennoch sieht man auch darin, was Feuerwehr ausmacht. Feuerwehr findet auch in Ausnahmesituationen Lösungen. Feuerwehr ist flexibel, Feuerwehr ist innovativ. Liebe Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden, die Feuerwehr ist so stark, weil sie Gemeinschaft lebt. Feuerwehr unterstützt, Feuerwehr hilft und all das findet seit langer Zeit unter erschwerten Bedingungen statt. Nicht nur eure Einsätze sind durch Corona mit weiteren Herausforderungen verbunden, auch Übungen, die für die Sicherheit im Ernstfall so wichtig sind, können nicht mehr wie gewohnt stattfinden. Der Dank aller Erndebrückerinnen und Erndebrücker fällt daher in diesem Jahr sicherlich noch etwas größer aus als in den vergangenen Jahren. Einsätze in diesen Zeiten zu bewältigen heißt noch mehr als sonst, dass man die eigene Gesundheit für die der Mitmenschen riskiert. Das ist vorbildlich, das ist unschätzbar und das ist das, warum wir zu Recht auf unsere Feuerwehr stolz sind. Auch eure vielen Aktivitäten für Erndebrück und die Gesellschaft sind durch die Pandemie auf einmal beiseite geschoben worden. All das vermissen wir. Lasst uns alle gemeinsam mithelfen, dass wir diese Situation weiterhin gut meistern und ich bin mir sicher, dass wir bald gemeinsam wieder beisammensitzen können und Gemeinschaft so leben, wie wir sie derzeit vermissen. Auch die Arbeit von Jugend- und Kinderfeuerwehr steht unter schwierigen Voraussetzungen in dieser Zeit. Auch ihr hattet nur schwer die Möglichkeit, Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen zu halten. Dennoch habt ihr alle flexibel Ideen entwickelt, wie trotzdem der Bezug zur Feuerwehr erhalten bleiben kann. Das war klasse und vor allem war das unglaublich wichtig, weil diese jungen Menschen unsere Zukunft in der Feuerwehr Erndebrück bedeuten. Deshalb einen herzlichen Dank an euch alle für diesen Einsatz.
Aus meiner Sicht sind im vergangenen Jahr auch wieder zwei Meilensteine für unsere Feuerwehr erreicht worden. Zum einen ist unsere neue Drehleiter eingetroffen. Es ist uns gelungen, dieses besondere Ereignis trotz der Einschränkungen gebührend zu würdigen und dabei trotzdem Vorbild in Corona-Zeiten zu sein. Herzlichen Dank für diesen unvergesslichen Moment. Ein zweiten Meilenstein bedeutet für mich die Entscheidung zum Feuerwehrgerätehaus Schameda. Hier ist seitdem der Bauantrag gestellt worden, das Grundstück gekauft worden und der Förderantrag auf den Weg gebracht worden. Ich hoffe bald auf positive Nachricht aus Düsseldorf, dann geht es weiter und wir sind voll im Plan. An der Stelle sollte aber auch noch einmal betont werden, dass diese ganzen Investitionen eben kein Selbstzweck sind. Es sind Investitionen zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger und, was mir besonders wichtig ist, es sind Investitionen für eure Sicherheit im Einsatz. Unser Brandschutzbedarfsplan ist und muss Handlungsrahmen für die kommenden Jahre sein. Unser Ziel muss es daher auch weiterhin sein, die enthaltenen Beschaffungen auch weiterhin in den kommunalen Haushalten Jahr für Jahr unterzubringen. Liebe Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden, herzlichen Dank. Ihr garantiert den Erntebrückerinnen und Erntebrückern täglich Sicherheit. Ich wünsche euch, dass ihr immer von euren Einsätzen gesund wieder zurückkommt, denn das muss letztlich über allem stehen. Ich freue mich schon jetzt darauf, im nächsten Jahr wieder persönlich mit euch auf ein zurückliegendes Jahr anstoßen zu können und bleibt bitte bis dahin gesund und zuversichtlich. Ganz herzlichen Dank und alles Gute. Liebe Kameradinnen und liebe Kameraden, heute spreche ich mal ganz ungewöhnlich zu euch. Nicht am Rednerpult und in blauem Rock, sondern ganz unkonventionell im Wald und aus dem Schnee. Heute ist Sonntag und eigentlich wäre gestern Jahresdienstversammlung gewesen. Wahrscheinlich wäre ich nachmittags jetzt auch im Wald unterwegs gewesen und hätte so über den vergangenen Abend nachgedacht. Wahrscheinlich wäre ich auch wieder länger geblieben und hätte die Gemeinschaft mit euch genossen. Das geht ja jetzt nicht. Und als ich gerade hier so durch Schwarzbachtal gelaufen bin, da dachte ich, ach Mensch, ich nehme das Grußwort jetzt hier im Wald auf. Ich dachte noch so, hier in der abgelegenen Ecke, wenn jetzt was passieren würde, wie gut ist es, dass es Menschen gibt, die andere aus Notsituationen rausholen. Und so schicke ich euch jetzt diese Grüße und wünsche euch, dass es irgendwann wieder besser wird. Dass wir die Gemeinschaft und die Kameradschaft wieder mit Händen greifen können, zusammen feiern und auch das ein oder andere Bierchen trinken können. Und dass das Helfen und das Retten wieder Spaß macht. Dass ihr keine Angst mehr haben müsst, euch selber zu gefährden, mehr als sonst. Ich wünsche euch und uns allen, dass wir diese schwierige Zeit und dieses unmenschliche Verhalten von so manchem Vogel, den man so trifft unterwegs, dass das bald vorbei ist. Dass wir uns wieder zurückbesinnen können auf das, worauf es ankommt, nach dem anderen zu gucken, für den anderen da zu sein, ihm eine Hand zu reichen und zu helfen. Seid behütet und kommt immer gesund zurück. Bleibt behütet. Gott segne euch. Amen. Wir freuen uns auf das nächste Grußwort von dem Standortältesten der Arenberg-Kaserne, Jörg Siratzky. Hallo, liebe Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Erntebrück. Hallo, lieber KF. Ich muss gerade ganz heftig an den Januar des letzten Jahres denken, als Sie Ihre Jahresdienstversammlung hier bei uns auf dem Hachenberg im Casino abhalten konnten. Und ich hatte das Vergnügen, mit Ihnen diesen Abend und man muss ja fast sagen, schon die Nacht noch mit verbringen zu dürfen. Ein wirklich toller und sehr kameradschaftlicher Abend, der mir in Erinnerung geblieben ist. Und naturgemäß würde ich Ihnen genau das jetzt am liebsten gerne bieten wollen, dass ich Sie hier als Hausherr in unseren Hallen oben im Casino im großen Festsaal begrüßen kann. Aber aus bekannten Gründen ist das nicht möglich. Und damit reiht sich natürlich die Jahresdienstversammlung, Ihre Versammlung, in andere große Veranstaltungen ein, um nur den Neujahrsempfang zu nennen. Unsere große geplante, für den Mai war sie geplant, Einweihung der ATT im
Kontext der, des Neuesempfanges von Gemeinde und Standort. Ein Schützenfest, das ausfallen musste. Jetzt die Jahresdienstversammlung und letztendlich werden wir leider auch, so wie es eigentlich in Kürze der Fall gewesen wäre, keinen Karneval feiern können und den stillen Karnevalball auch nicht zusammen erleben können. Ist so, nichtsdestotrotz gilt es aus Ihrer Sicht, aus Sicht der Feuerwehr, einen Jahresrückblick zu halten. Sie haben viel geleistet. Ich bedanke mich an dieser Stelle als Standort Elster dafür, dass Sie uns hier, uns Angehörigen des Standortes, auch dieses gute Gefühl der Sicherheit bieten. Wenn hier mal was passiert, dann sind Sie da. Wir hatten es dieses Jahr des Öfteren mal. Ich entschuldige mich für die vielen, vielen, denn das waren wirklich zu viele, für die vielen Fehlalarme. Das haben wir technisch eine Revision unterzogen. Das sollte in der Zukunft besser sein. Aber wie gesagt, vielen Dank dafür, dass auch Sie uns und nicht nur der Gemeinde im Tal dieses gute, beruhigende Gefühl geben. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, allen von Ihnen, die im abgelaufenen Jahr etwas Persönliches erreicht haben, vielleicht einen Ausbildungsabschnitt geschafft haben, bestimmte Ziele erreicht haben, ein Jubiläum jetzt feiern dürfen oder auch eine Beförderung erfahren haben, von mir die herzlichsten Glückwünsche. Seien Sie stolz auf sich und werden Sie nicht müde, weiter Ziele sich vorzunehmen und Ihre Dinge zusammen zu erreichen. Herzlichen Dank für die Kameradschaft zwischen Feuerwehr, Standort, insbesondere der Bundeswehr hier oben, der Luftwaffe. Wir fühlen uns bei Ihnen ganz wohl und auch die Erntebrücker Freiwillige Feuerwehr tut ihr Übriges dazu, dass das so ist. Ich sage nochmal vielen Dank und hoffe auf ein baldiges Wiedersehen in einem Kreise, was es uns dann mal erlauben wird, auch mal wieder zusammen zu feiern und gesellig zu sein. Passen Sie gut auf sich auf, machen Sie es gut. Bis dahin, Ihr Jörg Sieradzki. Tschüss. Liebe Kameradinnen und Kameraden, und nun kommen wir zum Jahresbericht der Freiwilligen Feuerwehr 2020. Wie üblich haben wir unsere Agenda, Mitgliederstand, Einsätze, Ausbildung und Übungen, Fahrzeug und Geräte und allgemeine Punkte. Kommen wir zum Stand der Aktiven. In diesem Schema könnt ihr sehen, wie sich die aktiven Zahlen im letzten Jahr verändert haben. Beim Zug 1 hat es einen leichten Rückgang auf 48 gegeben, in Begelbach einen leichten Rückgang auf 29, in Begefehl und in Wummelsdorf ist die Zahl der Aktiven auf 22 gestiegen, in Schammitter gleichbleibend bei 33 und in Balde gleichbleibend bei 6. Kommen wir zur Aufteilung der Atemschutzgeräteträger. Die Klammerwerte sind die Werte aus 2019. Wummelsdorf hat 10 Geräteträger, Balde hat 1 Geräteträger, Schammitter hat einen Rückgang bei den Geräteträgern auf 8, Begefehl hat gleichbleibend 10, Begelbach hat gleichbleibend 13. Bei dem Zug 1 haben wir einen Rückgang auf 20. Aktuelle Mitgliederzahlen in der Freiwilligen Feuerwehr Erntebrück. Hier die Zahl der Aktiven ist gleichbleibend bei 160. Unterstützungsabteilung haben wir zurzeit 11. Atemschutzgeräteträger 62, bei der Kinderfeuerwehr 64, bei der Jugendfeuerwehr 28, Ehrenabteilung 54 und Föderative und Unterstützer haben wir 816. Somit kommen wir auf eine Gesamtstärke, die der Freiwilligen Feuerwehr angehören, unterstützen und uns zur Seite stehen, von 1.195. Das ist eine beachtliche Zahl, wo wir sehr stolz drauf sein können. Kommen wir zu dem nächsten Punkt, Einsätze. Bei den Einsätzen gliedern sich die Brände und Einsätze in folgende Cluster. Im letzten Jahr hatten wir 91 Einsätze zu verzeichnen. Wir hatten Kleinbrände, einen Rückgang auf 6, bei Bränden einen leichten Anstieg von dem Vorjahr auf 8, bei technischer Hilfe einen Anstieg auf 33, bei ABC-Einsätzen einen erheblichen Anstieg gegenüber den Vorjahren auf 18, bei Brandmeldeanlagen einen Rückgang auf 18 und bei
Brandsicherheitswachen, Meldeköpfen und sonstigen Einsätzen starb ein Rückgang auf 8. Die Ausrückezeiten haben sich im letzten Jahr auch wieder sehr stabil gezeigt und es gab auch teilweise Verbesserungen. Wir fangen an mit Balde. Balde war vorher 5 Minuten und 52 Sekunden, hat sich reduziert auf 5 Minuten 6. Birkelbach hat eine leichte Verzögerung bekommen. Mittlerweile die durchschnittlichen Einsatzzahlen und Ausrückezeiten liegen hier bei 3 Minuten 58. Bei Schameda eine Verbesserung auf 3 Minuten 50. Bei Womelsdorf ebenfalls eine Verbesserung auf 3 Minuten 29 und Begefehl eine ganz kleine Verbesserung auf 3 Minuten 58. Im Zug 1 stellt es sich folgendermaßen dar. Hier ist der ELW, er wird meistens nachalarmiert, so genau wie der Logistik, die bei dem Routing in dem Fall keine Rolle spielen. Das HLF als taktisches Einsatzfahrzeug liegt, hat eine Verbesserung und liegt bei 4 Minuten 30. Das LF201 liegt bei 4 Minuten 3. Und der TM, der jetzt durch die Drehleiter ersetzt wird, liegt bei 4 Minuten 28. Dies sind die Zeiten von der Alarmierung, bis die Fahrzeuge den Standort verlassen. Hierzu allen Kameradinnen und Kameraden einen ganz besonderen Dank für das Engagement und für den Einsatz, um diese Zeiten hinzubekommen. Kommen wir Ausbildung und Übungen. Hier sind im letzten Jahr ausbildungsmäßig folgende Lehrgänge und Seminare besucht worden. Wir fangen an, Seminar, falsche Taktik, große Schäden. In Meinerzhagen hat besucht Stefan Striezel, Michael Dellori und Sören Afflerbach. Bei dem Maschinisten, Feuern durch Kreiselpumpen, dieser Seminar wurde besucht von Nico Achenbach. Kommen wir zu dem Drehleiter, Maschinistenlehrgang. Dieser wurde besucht von Nico Achenbach, Mario Belz, Dietmar Born, Jonas Feuerhahn, Jan Hackenbracht, Michael Lückel, Sina Rinke, Rüdiger Schuppner und Dennis Spohr. Den Gruppenführerlehrgang am EDF in Münster hat besucht Gerwin Seifert und Marco Rath-Pieper. Dank an die Ausbilder der Feuerwehr Erndtebrück für ihren ganz besonderen Einsatz in diesen schwierigen Zeiten. Ein besonderer Dank geht an den Drehleitermaschinenlistenlehrgang, der in 2 Gruppen alleine von Lars Malacek durchgeführt werden muss. Das war eine hervorragende Leistung. Weiterhin hat unsere Seelsorgerin Kerstin Grünert 2 Lehrgänge am IDF in Münster abgehalten. Und ein besonderer Dank an den Ausbildungsbeauftragten Michael Dellori, der viele dieser Lehrgänge unterstützt hat und dabei den Ausbildern zur Seite stand. Kommen wir weitere Ausbildung. Wir haben eine Fahrerbelehrung durchgeführt. Wir haben einen DL-Lehrgang, wie vorher erwähnt, durchgeführt in 2 Gruppen. Wir haben Corona-konforme Unterweisungen in Kleinstgruppen in den Einheiten durchgeführt. Fahrzeug- und Geräteüberprüfung wurden ebenfalls Corona-bedingt in Kleinstgruppen durchgeführt. Fahrzeugunterhaltung und die Geräteunterhaltung musste auch durchgeführt werden. Und wir haben DL-Unterweisungen für die Gerätedreher durchgeführt. Kommen wir zu den Fahrzeugen und Geräten. Im Zug 1 befindet sich zurzeit eine ELW aus 2008, ein HLF aus 2011, ein MTW aus 2011, ein Tanklöschfahrzeug LF20. Dies steht zurzeit, das ist schon länger, auf Status 6 wegen einiger technischer Mängel, eine DL aus 2020 und ein GW Logistik aus 1987. Wir haben im Zug 2 ein KAT-LF aus 2012, ein Löschgruppenfahrzeug LF10 aus 2002, ein Dekon-Fahrzeug Kreis Siegen-Wittgenstein, ein MLF aus 2009 und ein MTW für die Kinderfeuerwehr aus 2018. Im Zug 3 ein LF20 aus 2007, ein Tanklöschfahrzeug GLF 2000 aus 1981, ein MTW aus 2013 und der KTOW aus 2016. Eine weitere Aktivität war im letzten Jahr DEFA in der Freiwilligen Feuerwehr in Erndtebrück. Auch hier eine Zahl der Teilnehmer, die daran mitgemacht haben.
DEFA-Jugend Gold war Malte Dickel und Phil Rubin-Roth. DEFA-Jugend Bronze Sandro Striezel. Für DEFA-Erwachsenen-Gold Peter Schneider und Dr. Rolf-Heiner Spieß. DEFA-Erwachsene-Silber Thomas Diekmann und Jörg Stöcker. Und DEFA-Erwachsene-Bronze Michael Delori, Kerstin Grünert und Horst Schneider. Vielen Dank den Kameradinnen und Kameraden für den Einsatz und sich im Dienst und nebenbei noch sportlich zu betätigen. Was sind unsere Maßnahmen in 2020 gewesen? Wir haben eine DL2312 erhalten. Wir haben die Bestellung von dem TLF 4000, welche vorgesehen war, ist auf 2021 verschoben worden. Der Start am Gerätehaus in Schametta ist insofern mit planerisch durchgeführt worden. Die Umstellung der Einsatzkleidung ist erfolgt, Umstellung des Stiefelmodells ist erfolgt und der Parkplatz in Bickelbach wurde begonnen. Kommen wir zu den Maßnahmen 2021. Hier steht die Bestellung TLF 4000 an. KDOW-Planung steht dieses Jahr an, das Gerätehaus in Schametta, weiterer Baufortschritt und Grundsteinlegung. Weiterhin Umstellung der Einsatzkleidung, Umstellung der Stiefelmodelle. Wir haben in Erntebrück sind bauliche Maßnahmen im Gerätehaus in Erntebrück vorzusehen und Überprüfung der Garage im Industriepark. Für 2022, entsprechend dem Bandschutzbedarfsplan, steht das LFB-Gefehl an, Umstellung weiter in der Einsatzkleidung, weitere Umstellung der Stiefelmodelle und bauliche Maßnahmen in Erntebrück generell. In 2023 steht nach Brandschutzbedarfsplan der ELW an, Umstellung in den folgenden Jahren der Einsatzkleidung, der Stiefelmodelle und auch weitere Baumaßnahmen in Erntebrück. Allen Kameradinnen und Kameraden ein herzliches Dankeschön für die geleistete Arbeit, für die Teilnahme an den Lehrgängen und den Schulungen, sowie bei Einsätzen und im Dienst. Gott zur Ehre, dem Nächsten zur Wehr. Zum Abschluss möchte ich allen herzlich Dankeschön sagen und freue mich auf das kommende Jahr und ich hoffe mit mehr Erleichterungen und dass wir uns mehr sehen zu Übungen und auch zu gemütlichen Abenden. Vielen Dank auch. Der nächste Punkt ist der Kassenbericht und der Bericht der Kassenprüfer. Guten Abend, liebe Kameradinnen und Kameraden, sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Karl Friedrich. Hier mein Kassenbericht für das Jahr 2020. Der Kassenstand zum 4. Januar 2020. Nach dem Kassenbericht erfolgt nun der Bericht der Kassenprüfer. Die Kasse geprüft wurde durch Horst Emmerich vom Löschzug 2 und Jonas Feuerhahn vom Löschzug 1. Guten Abend, Kameraden. Wir haben heute Abend die Kasse geprüft, hervorragend geführt, vorbildlich, keinerlei Einwände. Da ist auch weiter nichts zu sagen zu, außer bleibt gesund und schönen Abend noch. Vielen Dank, liebe Kameradinnen und Kameraden. Dies war der Bericht der Kassenprüfer. Kommen wir nun zur Wahl eines Kassenprüfers. Da uns dies zurzeit nicht möglich ist, haben wir gemeinsam beschlossen, die Kassenprüfer im Amt zu belassen, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir wieder eine ganz normale, geregelte Jahresdienstversammlung durchführen können. Ich bitte hier um euer Verständnis und sage vielen Dank. Der Kassenbericht kann jederzeit bei mir eingesehen werden. Wenn hier Fragen sind, stehe ich gerne Rede und Antwort. Ich danke euch dafür und ich wünsche euch ein schönes Jahr und bleibt alle gesund. Als nächsten Punkt haben wir Beförderung und Ehrung. Zum Feuerwehrmann Anwärter befördert werden Sebastian Vomhof, Tim Völkel. Zur Feuerwehrfrau oder zum Feuerwehrmann befördert werden Anne Rath, Jan Rottmann, Mirko Scholz, Stella Grebe. Zur Oberfeuerwehrfrau oder Oberfeuerwehrmann befördert werden Lara Lummer, Mirjana Daus,
Bettina Knott, Lukas Nölling. Zum Brandmeister befördert werden Nico Röser, Marco Rath-Pieper, Gavin Seifert. Zum Oberbrandmeister befördert werden Marc Hackler, Sebastian Becker. Zum Hauptbrandmeister befördert werden Harald Kaiser. Kommen wir nun zum Punkt Ehrungen. Das Feuerwehr-Ehrenabzeichen in Silber bekommen Brandoberinspektor Michael Delury, Unterbrandmeister Steffen Roth, Hauptfeuerwehrmann Benno Iselt, Hauptbrandmeister Peter Althaus. Kommen wir nun zum Punkt Ernennungen. Brandmeister Nico Röser wird stellvertretender Einheitsführer der Löschgruppe Birkefehl. Vorher hatte er dieses Amt kommissarisch inne. Oberbrandmeister Marc Hackler wird stellvertretender Einheitsführer der Löschgruppe Birkelbach und ersetzt Hauptbrandmeister Thomas Klotz in diesem Amt. Kommen wir nun zum Deutschen Feuerwehr-Fitnessabzeichen. Das Deutsche Feuerwehr-Fitnessabzeichen für Erwachsene in der Leistungsstufe Bronze haben erreicht Kerstin Grünert. Das Deutsche Feuerwehr-Fitnessabzeichen für Erwachsene in der Leistungsstufe Silber haben erreicht Michael Delury und Horst Schneider. Das Deutsche Feuerwehr-Fitnessabzeichen für Erwachsene in der Leistungsstufe Gold haben erreicht Peter Schneider, Dr. Rolf-Heiner Spieß, Jörg Stöcker.